So, probieren wir nochmal die neue Klasse aus, die wir bekommen haben. Und ich nehme mal den anderen Titan. Oh, das ist... Ah, Last Titan Standing, okay. Gut, dann mache ich das jetzt mal auf die Arschloch-Methode, die aber darauf ausgelegt ist, hoffentlich ein bisschen länger zu leben, dass ich hinter meinen Leuten herlaufe, damit die erstmal die ersten Schüsse abfange. Ich habe Soldat James Ryan gesehen. Ich weiß, dass man nicht der erste Idiot sein sollte, der aus dem Landungsschiff rausläuft. So, das ist bewiesener Fakt. Okay, einer ist schon mal gedoomt und im Arsch. Das sieht man natürlich gerne. Oh, da kommt einer von hinten. Renn doch nicht weg, Alter. Was ist denn los mit dir? Ich will ja jetzt nicht sagen, dass er ein feiges Schwein ist, aber... Boah, ich dem gegeben, Kollege. Aber richtig ordentlich. Jawohl! Mann, ey, den haben wir aber gut gegeben. Aber das Spiel ging ja mal ultra schnell vorbei. Ist jetzt hier Seitenwechsel oder was? Ah, okay, das sind mehrere Runden. Ich wollte schon sagen, ja, das wäre jetzt ganz schön krass gewesen. Jetzt muss ich gerade einmal gucken. Scoreboard. Oh, gar nicht so schlecht. Zweiter. Hab auch zwei Titans gekillt, wie der andere aus dem... meinem Squad. Alter, rennt mir doch nicht alle in den Weg, ey. Ich kann nichts machen, ey. Die Idioten, die rennen mir nur in den Weg. Muss ich gerade mal mich ein Stück zurückziehen. So, den habe ich, den Piloten. Du kleines Schwein, Mann. So läuft das hier nicht. Da ist noch einer drauf gegangen. Das war aber, glaube ich, ein Auto-Titan, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich werde mal mein Schild wieder aufladen lassen. Okay, irgendwas greift uns hier jetzt an. Gut, jetzt muss ich wohl zu Fuß weiter. Wie es aussieht. Werden wir das doch mal machen. Werden wir doch mal probieren, uns von hinten an den feindlichen Titan ranzupirschen. Was ist das denn? Ich kann mich nicht bewegen. Achso, das Spiel ist vorbei. Wir haben verloren. Weil alle Titans kaputt waren. Dann verliert man also auch. Okay, ich dachte jetzt, wenn alle Spieler am Ende auch wirklich tot wären. Aber gut, der Spielmodus heißt Last Titan Standing. Da macht es natürlich ein bisschen Sinn, dass der letzte stehende Titan zählt. Aber wir schlagen uns gar nicht so schlecht. Ich schlag mich auch nicht schlecht. Ich habe schon vier Titans gekillt. Also bin gerade auch der Erste.
Mal gucken, was mein Team jetzt macht und wo die ganzen Gegner herkommen. Ich habe da jetzt nämlich ein ganz dummes Gefühl bei der Sache. Ja, ich rolle einfach mal von hier mit drauf. Ein Titan ist schon im Arsch. Gehe ich mal meinen Kollegen hier helfen? Okay, durch die Gasse kommt man nicht. Da muss ich hier lang. Ja, das geht. Da drüben sehe ich drei Brüder in Nöten. Dann helfe ich denen nochmal. Okay, der hat gut kassiert. Jetzt lasse ich mal mein Schild wieder aufladen. Ja, sind nur noch zwei Titans übrig, also ich würde mal sagen, die kassieren wir jetzt. Ah, da ist er in der Luft verreckt, okay. So, ein Titan noch, ein feindlicher, dann gucken wir doch mal, wo der ist. Den haben wir im Sack. Gar kein Problem. Jawoll. Switching sides. Hä? Switching sides? Nochmal oder was? Ach, das war jetzt erst Halbzeit? Der erste der vier Runden gewinnt, okay. Aber der Modus gefällt mir, wenn alle direkt Titanen haben. Das macht schon Spaß, auf jeden Fall. Ist auch ein bisschen taktischer. Ist fast so ein bisschen wie Counter-Strike-Matches oder halt wirklich, wie soll man sagen, wie Call of Duty mit Search and Destroy, aber ohne das Suchen und Zerstören im Prinzip. Ist auf jeden Fall immer ganz nett, weil ich bin nicht so der super Team-Deathmatch-Fan und sowas. Deathmatch, da kommt mir das hier eigentlich ganz gelegen. So, wenn mein Schild sich jetzt wieder aufladen würde, klasse. Okay, das ist unser Typ. Lass mich doch mal durch, Alter. Steht doch hier nicht an dem Weg. Was ist denn los mit euch? Manchmal glaube ich hier, ey. Manche Leute, die waren im früheren Leben eine Litfaßsäule, ey. Ohne Scheiß, nur im Weg, die Leute. Junge, du hörst mir. Jawohl. Ja, also, was mir halt auffällt, die im Gegnerteam, die spielen ein bisschen zu offensiv. Also, die lassen ihrem Titan keine Zeit, den Schild zu regenerieren. Und wenn ein paar Leute hier bei mir im Team auch ein bisschen vorsichtiger sind, dann geht das hier eigentlich erstmal ganz gut klar. Aber ich muss echt sagen, das Spiel ist, das macht echt Spaß. Also, das ist echt richtig cool. Da macht es auch überhaupt nichts, dass das Spiel Multiplayer-only ist. Das Ding, das braucht keinen Singleplayer. Das ist echt dafür ausgelegt und so macht das am meisten Sinn und macht auch am meisten Spaß. Okay, da drüben ist einer in Nöten. Warning. High damage sustained.
shit, jetzt krieg ich aber gerade richtig ordentlich Schaden. Mist, jetzt muss ich raus. Fuck. Aber ich habe noch einen gekillt mit der Explosion von meinem Titan, okay. Gesundheit. So. Dann. Werde ich doch jetzt mal probieren, meinen Leuten hier zu helfen, indem ich auf den Titan draufspringe. Und da wurde ich weggeknallt von dem anderen Titan. Scheiße. Mach den fertig, ey. Das ist nur noch einer. Komm, Junge, Hinder, spring auf den drauf. Ja? Ja, komm. Jawohl. Ja, jetzt ist er am Arsch. Keine Chance. Zwei Titans, einer auf ihm drauf. Jawohl. Sauber. Habe ich mich doch gar nicht so schlecht geschlagen. 6 Titans zerstört, 3 Piloten gekillt und 10 Assists. Läuft. Drei Unlocks. Och, ich bin direkt auf Level 5 aufgestiegen. Eigene Presets erstellen. Challenges. Mhm. Ah, okay, jetzt habe ich auch den Raketenwerfer-Titan frei. Und hier kann ich mir jetzt die eigenen Klassen erstellen. So, gut, dann habe ich ja jetzt meine Klasse da mal erstellt. Titan Loadouts sind ja okay. Challenges, mhm. Gut, ja, dann zocken wir jetzt noch eine Runde Hardpoint Domination, würde ich sagen. Das ist ja so wie Conquest. Und ich würde sagen, das ist dann auch erstmal die letzte Runde für dieses Video. Und dann könnt ihr mir auf jeden Fall auch noch in die Kommentare schreiben, was ihr so zu dem Spiel denkt, wie es euch gefallen hat, das Video, und ob ihr gerne mehr davon sehen wollt. Wobei ich jetzt einfach mal schwer davon ausgehe, dass ich die Tage da noch ein paar Videos zu aufnehme. Ist ja klar, ist ja jetzt mehr oder weniger einer der am sehnsüchtigsten erwarteten Xbox One-Titel, und dann wird da natürlich auch noch ein Video kommen, wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe. Aber die Ladezeiten haben wiederum auch was für sich. Da kann man dann mal eben aufs Klo, sich was zu essen machen, noch zum Friseur. Und das ist auch schon in Ordnung eigentlich. Könnte schlimmer sein.